Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich begrüße dich von Herzen in der wundervollen Adventszeit. Mein Name ist Tanja Matthöfer und ich bin Mentorin für Channeling, geistiges Heilen und bewusste Realitätsgestaltung. Und ich helfe Menschen, Heilern und Therapeuten dabei, ihre wundervollen Gaben zu entfalten, bewusste Schöpfer ihrer Realität zu sein und für sich und ihre Klienten ein bewusstes, glückliches und gesundes Leben zu erschaffen. Und ich lade dich heute auf eine innere mediale Reise in die geistige Welt ein und in eine Unterstützung einfach deiner wundervollen Adventszeit. Und die Betonung liegt auf Wunder und voll. Die Adventszeit ist die besinnliche Zeit des Jahres, eine Zeit der Einkehr und ganz klassisch bereiten wir uns ja da auf die Ankunft des Herrn sozusagen vor. Und damit ist natürlich die Rückverbindung mit unserer Göttlichkeit gemeint. Ja, die wundervolle Herzens- und Seelenverbindung mit unserem höchsten göttlichen Selbst und eine Zeit, die wir nutzen können und dürfen, um wieder in Einklang auch mit unserem göttlichen Selbst und unseren wahren Herzenswünschen zu kommen. Dafür ist die Adventszeit da, eine wundervolle Oase von Ruhe, von Einkehr und Bewusstwerdung. Die Bereiche Denken, Fühlen, unser Wille, sprich unsere Entscheidungskraft und auch unsere Tatkraft, unsere Handlungskraft. Diese Bereiche werden in der Adventszeit nochmal ganz besonders betrachtet und sozusagen geklärt. Und hier möchte ich mich mit dir auch hinwenden. Wir gehen heute auf eine Reise auf die Gefühlsebene. Wir bringen aber auch Klarheit in alle vier Bereiche. Mutter Maria hat sich für diese Reise vorab gemeldet. Das heißt, unsere mediale Reise, auf die ich dich gleich mitnehme, führt uns in den wundervollen Tempel der Herzensheilung von Mutter Maria. Und wir werden sehen, wen wir dort vielleicht noch begegnen, wer sich noch für dieses Video dort zeigen wird. Und ich werde das Ganze mit Highspeed-Transformationsimpulsen begleiten, mit ganz intensiven Heilimpulsen für dich. Und ich liebe einfach dieses ganz lebendige Zusammenwirken mit der geistigen Welt. Das heißt, ich lasse Transformationsimpulse für dich fließen. Die wirken auch über das Video, über die Aufzeichnung. Und die geistige Welt versorgt dich mit weiteren Heilimpulsen, mit dem Eintauchen in höhere Bewusstseinsebenen, in höhere Gefühlsebenen, in schöne Gefühle. Und das darf ganz, ganz optimal hier zusammenwirken. Und bei dieser inneren Reise wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude, Herzensöffnung, Herzensheilung, Klarheit, was auch immer uns gleich gegeben wird. Ich weiß das auch nicht ganz genau vorab. Ich kriege immer nur so grobe Orientierungspunkte, wo es ungefähr hingeht. Also wir reisen in den Tempel der Herzensheilung von Mutter Maria und alles Weitere ist dann auch tatsächlich eine Überraschung für mich. Ich bin dann komplett mit meinem göttlichen Sein verbunden, mit der geistigen Welt und bringe dann das durch, was hier ja einfach gefragt ist von den Seelen der Zuschauenden. Ich möchte noch etwas zu den Herzensimpulsen ganz gerne mit dir besprechen vorab, weil darum geht es ja in der Adventszeit, mit dem göttlichen Selbst wieder in Einklang zu kommen und erkennen zu können, was sind denn wirklich Herzenswünsche? Was möchtest du für dich in deinem Leben kreieren? Was darf sich im nächsten Jahr voll und ganz entfalten? Ja, welche Wünsche möchtest du nähren? Was steht überhaupt an? Dort auch eine Klarheit zu bekommen. All das kann man wunderbar in der Adventszeit und auch in den Rauhnächten natürlich für sich klären. Und viele Menschen folgen eben leider nicht ihren Herzensimpulsen, sondern wir sind so stark beeinflusst vom Außen, von anderen Menschen, auch noch von Stimmen, die wir als Kind vernommen haben, wo uns vielleicht unsere Eltern, Lehrer, Freunde, Bekannte, Nachbarn gut gemeinte Ratschläge gegeben haben, die aber ihre Lebens
Erfahrungen zeigen und die müssen nicht unbedingt für uns gültig sein. Und ich gebe vielleicht einmal ein eindringliches Beispiel. Sagen wir, du arbeitest in einem Beruf oder auf einer Arbeitsstelle, wo du dich einfach nicht wohlfühlst, wo du weißt, das ist einfach überhaupt nicht meins. Aber du bist dort hineingeraten, weil vielleicht andere dir das gesagt haben oder auch weil unsere ganze Gesellschaftsform sagt, du musst arbeiten von 8 bis 5, du musst dein Geld verdienen, sonst geht gar nichts. Und was, wenn das nicht die vollständige Wahrheit ist oder wenn es auch überhaupt nicht die Wahrheit ist? Und wenn du jeden Tag auf deine Arbeit gehst mit einem komischen Gefühl, mit dem Gefühl von eigentlich will ich das gar nicht, das ist gar nicht meins, dann wärst du dort zum Beispiel nicht deinem Herzen gefolgt. Ja, diese Stimmen, du musst es tun, du musst doch Geld verdienen oder irgendetwas, das kommt dann aus unserer Verletzungsebene, spielt über den Verstand rein und ja, wir werden dadurch in Lebensmuster gedrängt, die uns einfach nicht gut tun. Die können uns irgendwann auch krank machen, zumindest machen sie uns sehr unglücklich. Ja, irgendwann kann sich dieses gefühlte Unglück aber auch so stark im Körper verdichten, dass der Körper auch tatsächlich mit Unwohlsein oder mit Erkrankungen darauf reagieren kann. Und so weit soll es ja natürlich nicht kommen. Und diese Reise möchte dich dabei unterstützen, deine Herzensebene, deine Gefühlsebene da noch ein Stück mehr zu befreien, dass du das wieder fühlen kannst, spüren kannst und dich auch traust, das anzunehmen. Was fühlt sich für dich stimmig und richtig an? Ja, vielleicht steht ein Berufswechsel an, vielleicht steht ja auch ein Umzug an. Womit fühlst du dich nicht glücklich und zufrieden in deinem Leben? Ja, was gibt es dort, wo du genau weißt oder auch jetzt schon spürst, das macht mich nicht glücklich, aber ich traue mich noch nicht, das loszulassen? Ja, dabei möchten wir dich heute unterstützen in diesem Video. Da geht die Reise hin, ja, dass du da deinen Eingebungen und Wünschen wieder folgen kannst, weil dann bist du wieder im Einklang mit deiner Seele, mit deinem göttlichen Selbst. Das ist auch sozusagen der Lebensplan, ja, da wo es Freude macht, da wo das Herzchen hüpft und dir sagt, so ja, darauf habe ich Lust, das macht uns doch Spaß. Da bist du im Einklang und das ist sozusagen die Ankunft des Herrn, ja, die Ankunft deines höchsten göttlichen Selbstes, das dir über dein Herz ja diese Impulse sendet, wo dein Lebensweg hingehen möchte, wo es dich in freudvolle und erfüllende Erfahrungen führen möchte. Gut, wunderbar. Dann starten wir jetzt endlich unsere Reise und ich möchte dich einladen, deine Augen zu schließen und deine Aufmerksamkeit nach innen sinken zu lassen. Lasse deine Aufmerksamkeit ganz in deinen Körper sinken und nimm die Unterlage wahr, auf der du sitzt oder liegst. Nimm sie wahr, sie hält und trägt dich. Spür den Kontakt deines Körpers zu deiner Unterlage, zu dem Stuhl, zu dem Sofa. Und spüre, wie du sicher gehalten und getragen bist. Erlaube, dass sich dieses Wohlgefühl in dir ausbreitet. Und deine Aufmerksamkeit sinkt nach innen in deine persönliche Wohlfühllandschaft, in deine innere Oase. Lasse deine Aufmerksamkeit in deinen Bauch-Beckenbereich sinken und in dir eröffnet sich deine Wohlfühllandschaft. Vielleicht gelangst du an einen Strand, in einen Wald, an einen See. Wo fühlst du dich wohl? Vielleicht zeigt sich ganz von selbst ein Ort. Du kannst ihn dir aber auch sehr gerne vorstellen. Erschaffe ihn für dich und lasse dich dort nieder.
Lehne dich dort an und berühre den Boden mit deinen inneren Händen. Dies verstärkt den Kontakt. Und dort in deiner Landschaft beginnt eine Pflanze für dich zu erblühen. Und ihre Blüten und Blätter verströmen genau den richtigen Duft für dich, der dir jetzt gut tut, der dich weiter öffnet und diese Reise unterstützt. In welcher Farbe erblüht diese Pflanze? Und wie riecht ihr Duft? Vertraue allen spontanen Eingebungen, sie sind deine Wahrnehmung. Vielleicht hast du das Gefühl, dass der Duft süßlich ist, vielleicht nach Honig riecht oder einfach blumig oder frisch oder holzig, herb. Genau der passende Duft verströmt sich und du atmest ihn ein und kommst dadurch noch tiefer in dir an. Du bist von Geborgenheit durchströmt. Du bist geborgen und sicher in dir. Wohlgefühle von Sicherheit und Geborgenheit breiten sich in dir aus. Und durchschwingen deinen Körper und dein Sein. Und dann kommt ein wundervoller Engel zu dir. Er kommt aus der göttlichen Quelle, aus den Heeren der Engel. Er ist ein Engel der Reise und sogar ein Engel der Einweihung, der dich nun auf dieser Reise begleitet. Er landet genau vor dir. Nimm ihn wahr. Vertraue deinen spontanen Eingebungen. Wie sieht dieser Engel für dich aus? Wie fühlt er sich an? Nimm sein Licht wahr. Der Engel berührt sanft dein Herz. Alle Wesen der Liebe, der Weisheit aus den höchsten Bewusstseinsebenen bauen immer zuerst einen Kontakt zu deinem Herzen auf. An der Herzensschwingung kannst du die hohen Wesen erkennen, die dem göttlichen Licht dienen, die dir gut tun. Ihre Ausstrahlung fühlt sich stimmig an, liebevoll, rein und wahr. Und dieser Engel berührt dein Herz und deine Wahrheit. Ein Engel der Einweihung. Und wenn du magst und dein inneres Ja gibst, so sendet er jetzt Klarheit in dein Herz, Klarheit über deine innere Wahrheit. Empfange dieses wohltuende Licht. Es klärt deine Herzensebene und unterstützt dich dabei, besser zu spüren, was du dir wünschst, was deine Wahrheit ist. Deine Wahrheit, das sind deine Herzenswünsche, die Dinge, die du noch erleben möchtest, die du jeden Tag um dich haben möchtest und die dich glücklich machen. Das ist deine Wahrheit. Deine Wahrheit ist, wie du dich fühlen möchtest, so dass es dir gut geht. Sie ist das, wie du denken, fühlen und handeln möchtest.
und was du dir wünschst. Empfange das Licht der Klarheit dieses Engels. Mit jedem Atemzug atmest du seine Gabe der Klarheit ein, von vorne in dein Herzchakra in der Mitte der Brust. Mit jedem Einatmen fließt der lichte Strom der Klarheit und Klärung in dein Herz, in dein Herzchakra hinein. Erlaube, dass sich dieses Licht ebenfalls in deinem ganzen Körper ausbreitet. Empfange und der Engel breitet seine riesigen Flügel aus und hält sie behütend um dich herum. Und in seinen Flügeln beginnen Lichtkristalle zu leuchten. Und auch über seine Flügel verströmt der Engel sein Licht und seine Gaben zu dir. Die Gabe der Klarheit über deine innerste Wahrheit. Atme sein Licht ein mit jedem Atemzug, mit jedem Einatmen fließt sein Licht in dein Herz und in deinen ganzen Körper hinein. Und mit jedem Ausatmen verteilt es sich in dir. Und sein Licht lockert alte Blockaden, festgebackene Strukturen. Und alles, was deiner Wahrheit nicht entspricht, alle fremden Glaubenssätze, Überzeugungen und Ansichten, die du von außen je aufgenommen hast, in vergangenen Leben, in deiner Kindheit, in deinem jetzigen Leben. Alles, was davon deine Wahrheit noch verdeckt, bitte dekreieren, auflösen. Und die Transformationsimpulse fließen. Discharge, entladen. Alle Spannung, die sich dadurch in dir aufgebaut hat, alle Konflikte, die sich dadurch ergeben haben, weil du vielleicht schon intuitiv gespürt hast, das, was mir andere sagen, das passt gar nicht zu meiner Wahrheit. Und du hast es vielleicht trotzdem gemacht, vielleicht trotzdem gelebt. Alles, was dort noch an Spannung steckt, discharge, entladen. Alles, was mit deiner Wahrheit nicht im Einklang ist, alle Gedankenprogramme, Verhaltensmuster, alles, was dich von deiner Wahrheit weggebracht hat, bitte dekreieren. Alles, wo du dir nicht mehr erlaubt hast, dich nicht mehr getraut hast, deine Wahrheit zu leben, bitte dekreieren. Discharge. Alle Ursprungspunkte, wo das entstanden ist, wo du das erste Mal beschlossen hast, den Worten anderer mehr zu vertrauen als dir selbst. Alles, wo das entstanden ist, alle Ursprungspunkte bitte dekreieren, drehen. Discharge. Die Transformationsimpulse fließen durch unterschiedlichste Ebenen deines Seins und klären das in tiefster Vergangenheit, ohne dass wir das einzeln anschauen brauchen. Es sind einfach
Energieblockaden in dir, die du mitunter schon viele Leben mit dir trägst, sie dürfen gehen. Sie sollen keinen weiteren Einfluss mehr auf dein Lebensglück haben. Und durch diese Auflösung darf dir klarer werden, dass du deinen alten Verletzungsstimmen nicht mehr folgen brauchst. All den Stimmen, die sich kompliziert in dir anfühlen, die sich unstimmig anfühlen. Das sind meist übernommene Glaubenssätze von ganz anderen Menschen. Sie haben einfach ihre Erfahrungen erzählt, haben dich vor Dingen vielleicht gewarnt, weil sie schlechte Erfahrungen dort gemacht haben. Aber was, wenn das nicht deine Wahrheit ist? Deine eigene Wahrheit ist viel, viel schöner. Sie ist stimmig, sie macht dich glücklich. Sie bringt dir die Erfüllung, die du suchst. Alle Verwirrung, die sich darauf abgespeichert hat, alles, was dich je an deinem Weg verwirrt hat, weil sich fremde Stimmen und Einmischungen ergeben haben. Alles, was das noch ist, bitte dekreieren. Alle Verstrickungen mit anderen Personen, Orten und Situationen, die sich daraus ergeben haben, bitte entweben. Ganz viele Verstrickungen lösen sich jetzt. Emotionale Verstrickungen, zum Beispiel mit anderen Personen, deren Vorgaben du gefolgt bist, auch wenn sie gar nicht stimmig waren für dich. Alles, was dich dort noch bindet, bitte entweben. Tiefer. Entweben. Entweben. Alles, was dein Halschakra, dein Herzchakra noch blockiert, was dich deine Wahrheit nicht aussprechen oder ausdrücken lässt, bitte dekreieren. Alle Schweigegelübde, alles, wo du dich je zurückgehalten hast und deine Wahrheit verschwiegen oder unterdrückt hast, bitte dekreieren. Discharge. Alle Ursprungspunkte bitte drehen. Alle Verschlüsse öffnen. Alle Verstrickungen entweben. Entweben. Alles fließt ab. Dein Sein klärt sich auf vielen Ebenen. Deine Wahrheit darf stärker leuchten. Sag einmal innerlich leise und liebevoll in dir: Ich erlaube, dass meine Wahrheit wieder in mir leuchtet und erblüht. Und stelle dir dabei vor, dass sie als Licht aus deinem Bauchbeckenbereich aufsteigt, dass dieses Licht wie eine Lichtblüte erblüht und dass das Licht deiner Wahrheit vom Bauch, wo diese Blüte deiner Wahrheit jetzt geöffnet ist, dass dieses Licht hochfließt, dein Herzchakra und auch in dein Halschakra hinein. Das Licht deiner Wahrheit erblüht, weil du es erlaubst. Lass es deine Wahl sein, deine Entscheidung. Ja, ich folge meiner Wahrheit. Ich erlaube mir, meine Wahrheit zu spüren und sie umzusetzen. Ihr zu folgen. Alles, was dich noch in deinen Wurzeln blockiert, alles, was noch dein Vertrauen blockiert, dich deiner Wahrheit nicht vertrauen lässt,
alles, was das noch ist, bitte dekreieren. Discharge. Alle Verstrickungen entweben. Tiefer dekreieren. Entweben. Und spüre das Licht deiner Wahrheit. Wende dich dieser geöffneten Blüte in deinem Bauchbeckenbereich zu. Sie ist da, sie war schon immer da, deine Wahrheit. Betrachte dieses wunderschöne Licht und spüre es, nimm es auf deine Weise wahr. Es kann auch farbig sein. Die Blüte ist nur ein Symbolbild, vielleicht stellt es sich für dich vollkommen anders dar. Vertraue deinen Wahrnehmungen. Das Licht deiner Wahrheit fließt in dein Herzchakra, in der Mitte der Brust und öffnet sich auch dort. Dein ganzes Herzchakra, dein ganzer Brustbereich leuchtet im Licht deiner Wahrheit und alles, was dort jetzt noch blockiert, bitte dekreieren. Doch der Engel der Einweihung arbeitet mit dir und hilft dir, Blockaden zu öffnen und deine Wahrheit zuzulassen, sie zu spüren. Sie zu empfangen, sie zuzulassen, bedeutet jetzt nicht, dass du sofort weißt, was deine Wahrheit ist, was genau dir richtig Freude macht, was sich auf deinem Weg noch alles ergeben kann, sondern es ist einfach ein erstes Erspüren dieses Lichtes, der Energie deiner Wahrheit. Wie fühlt sie sich an? Vielleicht fühlt es sich ganz zart an, vielleicht irgendwie hell oder rein oder liebevoll. Du nimmst sie auf deine Weise wahr. Das Licht deiner Wahrheit steigt noch weiter hoch in dein Kehlchakra, dein Halschakra im Halsbereich. Und auch dort öffnet sich dieses Licht wie eine Blüte. Und auch dein ganzer Halsbereich ist vom Licht deiner Wahrheit erfüllt. Das ist auch geheilte Kommunikation. Die Wahrheit, die wir intuitiv in uns spüren, die dein Bauch- und Herzgefühl dir sagt, diese auch auszusprechen, sie anderen Menschen mitzuteilen, dich zu trauen, auch zu sagen, hey, das, wo ich gerade drin stecke, der Beruf, die Partnerschaft, das Umfeld, der Wohnort oder was auch immer es ist, das macht mich gar nicht glücklich. Ich weiß schon, dass ich woanders hin möchte, dass es etwas anderes ist, was mich erfüllt und dich zu trauen, das auch mal auszusprechen. Ja, ich verändere das. Ich erlaube mir, das auch auszusprechen, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich mich im Außen mit etwas nicht wohlfühle. Vielleicht sind ja auch alle deine Lebensbereiche stimmig, alles das, was dich umgibt, Arbeitsplatz, Beziehung, dein Zuhause. Das wünsche ich dir von Herzen, dass es alles stimmig ist. Doch selbst da kann es ja auch schon mal Dinge geben in Begegnungen, in Kontakten, wo du merkst, wow, ist gerade nicht stimmig, ja? Und dich dann zu trauen, es auszusprechen. Dabei unterstützt sich dein Kehlchakra und alles, was dein Kehlchakra noch blockiert,
Alle Eide, Schwüre, Gelübde, Schweigegelübde, alles, wo du dir selbst nicht mehr erlaubt hast, deine Wahrheit zu sprechen, deine Bedürfnisse mitzuteilen, alles, was das noch ist, bitte dekreieren. Discharge. Alle Verschlüsse bitte öffnen. Ja, ich erlaube mir, meine Wahrheit auszusprechen. Ich erlaube mir, meine Wahrheit zu fühlen, sie zu denken und nach ihr zu handeln. Das Licht deiner Wahrheit steigt weiter auf bis in dein Stirnchakra und Kronenchakra. Doch dort bitte alles, was deine Sicht auf deine Wahrheit noch blockiert, alle Gedanken, Muster und Programme, die deiner Wahrheit entgegenstehen, alles, was das noch ist, bitte dekreieren. Discharge. Auch dein Stirnchakra lässt los. Auch hier geschieht Klärung. So, dass es leichter für dich wird, deine Wahrheit zu spüren oder sie auf deine Weise wahrzunehmen, ihre Impulse wahrzunehmen. Der Engel umarmt dich mit seinen oder ihren Flügeln. Das Licht des Engels hilft, deine Energiefelder zu klären. Alles, was dort jetzt frei wird, was sichtbar wird an Blockaden, an Energie, die noch feststeckt, alles, was dich noch dort auf irgendeine Weise blockiert, bitte dekreieren. Alle Abspeicherungen, Chips, Implantate, alles, was sich dort gebildet oder abgespeichert hat, was jetzt gehen darf, bitte dekreieren. Verhaltensmuster, Gedankenprogramme, bitte dekreieren. Sehr schön, und besinne dich noch einmal auf das Licht deiner Wahrheit, so wie du es jetzt spürst. Vielleicht ist es durch die Auflösungen schon deutlicher geworden. Vielleicht hat es sich verändert, sich mehr ausgebreitet. Nimm es noch einmal wahr und bekräftige noch einmal deine innere Wahl. Ja. Ich möchte meine Wahrheit leben und umsetzen. Mit dieser Wahl reisen wir in den Tempel von Mutter Maria. Das Licht deiner Wahrheit führt dich dorthin und öffnet tiefe Ebenen in dir, um Heilung zu empfangen, um weitere Heilung zu empfangen. Und der Engel hüllt dich in seine Flügel und gemeinsam lasst ihr jetzt los und hebt ab. Der Engel schwebt mit dir empor. Er trägt dich sicher in seinen Flügeln. Und auch dein Schutzengel fliegt mit euch.
Er ist immer an deiner Seite, begleitet dich auf all deinen Reisen. Und so hebt ihr ab und schwebt empor. Und du siehst die Erde unter dir kleiner werden. Und ihr schwebt durch den blauen, hohen Himmel hindurch, ins Universum hinein. Und du schwebst noch höher in eine ganz andere Dimension, die existiert, aber die sich den irdischen Blicken entzieht. Du kannst sie nicht mit deinen physischen Augen unbedingt sehen, aber du kannst sie innerlich erleben. Du kannst sie wahrnehmen. Du kannst sie fühlen, spüren, erahnen. Vertraue deiner ganz persönlichen Wahrnehmung. Und so fliegt der Engel mit dir an ein großes himmlisches Tor. Ein großes Tor, ein wunderschöner Durchgang. Und vor diesem Tor setzt er dich sanft ab. Nimm das Tor wahr. Und du kannst hier alte Belastungen abstreifen. Geh einfach in die Absicht, dass du alle alten Lasten jetzt spürst, als Schwere vielleicht auf deinen Schultern, als alte Kleidungsschichten, in die du gehüllt bist, und streife sie ab. Zieh die alte Kleidung aus, die alten Schuhe, setz die schweren Rucksäcke ab, die hier spürbar werden. Alles wird für dich transformiert, alles, was du hier ablegst, alles Schwere, alles, was dir noch im Weg steht, bitte dekreieren. Alles, was dich noch klein hält, in einer viel zu engen Realität festbackt, bitte dekreieren. Leg alles ab. Alle Schals, Hüte, Rucksäcke, schweren Mäntel, streife alles ab. Ein violettes Feuer reinigt und transformiert dies noch zusätzlich. Und so wird es schon leichter. Du wirst leichter. Innere Lasten haben durchaus ein spürbares Gewicht. Man schleppt sich durchs Leben. Und das war nie so gemeint. All das gehört zur Verletzungsebene. Und was, wenn deine Wahrheit dich in deine Leichtigkeit führt, in dein Lebensglück? Dir wird ein frisches Lichtgewand gereicht. Du ziehst es an und es unterstützt deine Wahrheit und Klärung. Und dann trittst du durch das Tor hindurch. Und gemeinsam mit dem Engel der Einweihung schwebst du auf einen wunderschönen Tempel hinzu, der in dieser Dimension existiert. Sein Licht, seine wunderschöne Ausstrahlung öffnet sich für dich. Und das Licht des Tempels von Mutter Maria strahlt dir entgegen. Und so landest du auf der Schwelle des Tempels und bist eingeladen, einzutreten. Es wurde ein Platz für dich dort vorbereitet. Geh hinein. Und lasse dich dort nieder, wo es sich im Tempel für dich stimmig anfühlt. Und du badest im Herzenslicht, in der puren Herzensschwingung dieses wunderschönen Tempels.
und Mutter Maria begrüßt dich dort. Dieser Tempel verkörpert ihre innere Entwicklung, ihre Herzensentwicklung und Öffnung. Die Schwingung dieses Tempels verkörpert die Heilung, die Mutter Maria schenken kann. Dadurch, dass sie sie verwirklicht hat, gelebt hat auf Erden und in vielen anderen Dimensionen und Welten. Und so lässt du dich in diesem Tempel nieder. Dein Engel bleibt bei dir und Mutter Maria kommt auf dich zu. Begrüße sie und nimm auch sie wahr. Sie sendet dir Liebe und Achtung aus ihrem Herzen. Auch sie berührt dein Herz liebevoll und begrüßt dich. Begrüße auch sie und vertraue deinen Wahrnehmungen, wie sie dir erscheint. Wie sieht sie für dich aus? Wie fühlt sich ihre Ausstrahlung an? Du empfängst ihr Licht, ihre Zuwendung. Sie salbt dein Herz. Denn sie kennt die Herausforderungen des irdischen Lebens, eine ganz besondere Erfahrung auf der Erde, sehr herausfordernd, mit vielen Höhen wie auch Tiefen, die wir dort erleben können. Und alles, was wir dort erleben, möchte uns in unsere Wahrheit führen. Sie zu erkennen ist wertvoll und sie auf der Erde umsetzen, sie leben zu können. Das ist die Essenz deiner Erdenreise, eine der Essenzen. Mutter Maria salbt und bestärkt dein Herz. Sie nimmt dein Herz in ihre Hände, salbt es und versorgt es mit dem Licht, mit dem Bewusstsein und der Energie, die es jetzt braucht. Und alles, was jetzt an Verletzungen noch frei wird, an Schwere in deinem Herzen, an Trauer und Traurigkeit, alles, was das noch ist, bitte dekreieren. Es darf gehen. Empfange die Zuwendung von Mutter Maria. Spüre ihren heilsamen Strom in deinem Herzen. Und in deinem Körper und in deinem ganzen Sein. Du bist durchströmt von ihrem Licht, von ihrer Liebe, ihrem Mitgefühl, ihrer Heilung und Zuwendung. Mit jedem Atemzug atmest du es ein. Mit jedem Ausatmen schwingt es durch deinen ganzen Körper. Spüre und empfange. Alles, was deine Klarheit noch vernebelt, was sich deine Wahrheit noch nicht klar erkennen lässt, alles, was das noch ist, bitte dekreieren. Alle Irrungen und Wirrungen auf dem Weg, bitte dekreieren.
Discharge. Purification. Die Zuwendung und Heilung von Mutter Maria fließt für dich. Du brauchst nichts dafür zu tun. Einfach nur da sein und empfangen. Die Energie, das Licht arbeitet ganz von selbst mit dir. Und wenn du magst, kannst du Mutter Maria jetzt um eine Botschaft bitten. Dinge, die dich sehr belasten, kannst du auch in ihre Hände legen mit der Bitte um Wandlung, um Unterstützung. Und du kannst ihr Fragen stellen, die dir am Herzen liegen. Stelle ihr eine Frage oder bitte sie um eine Botschaft, wenn du dir nicht sicher bist, was du fragen möchtest. Und dann lasse ihre Antwort einfach sanft in deine Gedanken fließen. Ihre Antwort kommt als ein sanfter Gedankenfluss. Nimm dir ein paar Minuten Zeit dafür.
Sehr schön. Bedanke dich für die Botschaft, für alles, was geflossen ist. Danke, Mutter Maria und auch dem Engel der Einweihung, der dich begleitet hat. All deinen Helfern. Vielleicht kannst du spüren, dass sich dein Bewusstsein ganz weit ausgedehnt hat, dass mehr Weite in dir entstanden ist, mehr Klarheit. Noch einmal alles, was deine Wahrheit und Klarheit noch blockiert oder erschwert, bitte dekreieren. Alles, was dich noch davon abhält, in dieser Weite und Leichtigkeit zu sein und in deiner Klarheit, bitte dekreieren. Discharge. Nimm dieses Gefühl von Weite und Klarheit mit dir. Mutter Maria salbt noch einmal dein Herz in ihren Händen. Umhüllt es mit ihrem Schutz, umhüllt dich mit ihren Schwingungen. Du bist behütet und geliebt. Den sichersten Schutz erfährst du in deiner höchsten Schwingung. Wenn du dich mit deiner inneren Wahrheit verbindest, kommst du auch in eine höhere Schwingung, wenn du ihr erlaubst zu fließen. Gefühle von Liebe und Dankbarkeit erhöhen die Schwingung, alle guten Gefühle. Wie viel mehr erlaubst du dir in deinem Leben davon zu fühlen und zu leben? Alles, was du hier erfahren und gespürt hast, nimmst du mit dir. Behalte diese Weite und Klarheit in dir. Für jetzt verabschieden wir uns von Mutter Maria und ihrem wunderschönen Tempel der Herzensheilung und Herzensöffnung. Du kannst jederzeit hierher zurückkehren. Du kannst auch bitten, dass du nachts dorthin gebracht wirst, wenn du schläfst. Bitte einfach darum, ganz gezielt. Dann kommt der Engel der Einweihung wieder zu dir und hüllt dich in seine wunderschönen, leuchtenden Flügel. Und gemeinsam mit ihm lässt du die hohen Schwingungen dieses Tempels wieder los. Du nimmst sie mit dir und lässt dich zurück in deinen Körper sinken. Diese wunderschönen Gefühle von dort, die kommen mit dir. Die brauchst du nicht da oben im Tempel zu lassen. Alles ist auch in dir. Bleibe einfach in diesem Gefühl. Dein Engel setzt dich wieder im Körper ab. Du sinkst in deinen Körper hinein. Deine Unterlage fängt dich sicher auf. Du landest in deinem Gefühl von Geborgenheit, in deiner inneren Landschaft. So schön. Alles, was du empfangen hast, darf mit deinem Körper verschmelzen. Darf mit deinem Hiersein verschmelzen. Denn du möchtest es ja hier in deiner irdischen Realität leben, ausstrahlen und umsetzen. So schön, spüre, wie gut sich das anfühlt. Du brauchst nicht traurig sein, den Tempel wieder verlassen zu haben. Was, wenn seine Energien in dir bleiben? Durch dein Gefühl, durch deine Wahrnehmung davon und durch deine Wahl. Lass sie mit deinem Körper verschmelzen
und für dich wirken. So schön. Notiere dir sehr gerne die Botschaft, die du empfangen hast, weil auf den hohen Ebenen, wenn das fließt, wir vergessen das sehr schnell wieder, weil das aus einer höheren Weisheit und Wahrheit kommt. Und in dem Moment, wo es fließt, wo du hier auch durch die Unterstützung dieses Videos gehalten warst in diesen hohen Schwingungen, dann erscheint es einem so selbstverständlich, so klar, was dort kam, die Botschaft, man ist mit der Wahrheit verbunden, man fühlt diese Botschaft, selbst wenn nur wenige Worte kamen, dann man weiß es einfach und das kann aber dann auch wieder nachlassen. Ja, du sinkst zurück, die Energie ist nicht mehr ganz so hoch und dann vergessen wir das ganz schnell wieder. Es braucht ein bisschen Übung, solche Botschaften dann auch gut zu behalten. Je weiter man dann geklärt ist, immer in einer hohen Schwingung ist, desto besser kann man das hinterher auch behalten. Okay, sehr schön. Vielleicht kamen da noch gute, hilfreiche Hinweise für dich. Ja, was für eine wundervolle Reise, eine intensive Verbindung mit deiner Wahrheit. Ich hoffe, du konntest das ein Stückchen spüren, fühlen und es arbeitet auf jeden Fall für dich, auch wenn du nicht so viel wahrnehmen konntest. Keine Sorge, vertraue dem, dass es für dich auf seine Weise wirkt. Viele Impulse sind geflossen, viel, viel Transformation und Klärung auch deiner Blockaden, deines Unterbewusstseins, deiner Energiefelder. Und ich freue mich immer von Herzen, das bei solchen Gelegenheiten auch geben zu können. Und ich arbeite einfach so gerne mit Menschen, mit Gruppen und mit der geistigen Welt zusammen. Und ich erlebe das als einen so schönen, freudigen inneren Tanz im Channeling, im Empfangen dieser Reisen und dieser Heilungen so wundervoll. Ich wünsche dir von Herzen wirklich eine gesegnete, lichtvolle, besinnliche Adventszeit, Weihnachtszeit und auch natürlich die Rauhnächte. Mögen sie dir Klarheit schenken, alle Erkenntnisse, ja, die einfach wichtig für dich sind, genügend innere Ruhe und Sammlung, dafür dient diese Zeit ja auch ganz besonders, damit es dann im nächsten Jahr kraftvoll weitergehen kann. In diesem Sinne, genieße die Zeit für dich mit deinen Lieben und ja, lass es dir gut gehen, sorge gut für dich und deine Bedürfnisse und vertraue dem, auch allem, was sich jetzt im Nachgang zeigt, was dir einfällt. Ja, daran hätte ich richtig Spaß. Notiere es dir, dass du es nicht wieder vergisst und schau mal, wie du es umsetzen kannst, wie du deiner wundervollen Wahrheit folgen kannst. Ich danke dir für dein Hiersein, dass du dich hierfür geöffnet hast und wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und Gute. Tschüss.